Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um dieses Päckchen und ein bisschen um das Teil hier. Das Video ist jetzt übrigens auf einer dieser chinesischen MicroDrive-SD-Karten aufgenommen. Ich würde sagen, ich fange erstmal an. Also das hier ist angekommen, das ist so eine Videolampe. Der Deckel hinten, da ist ein Akku drin. Ein BP-4L Akku, klingt wie so ein Nokia-Akku oder sowas. Und hier vorne sind ganz viele LEDs und hier ist noch so eine leicht milchige Plexiglasplatte, beides magnetisch. Dann kann man das hier, wollte ich das als Videobeleuchtung nehmen, dass das Ganze vielleicht ein bisschen heller ist. Müsste ich noch gucken, wie ich das am besten hier irgendwo befestige am Stativ. Und ich würde sagen, wir packen das da jetzt mal aus. Mal schauen, was da drin ist. Ich habe das Ganze jetzt schon so ein bisschen aufgerissen, dass ich da schneller dran komme. Also da ist der Inhalt und ich würde sagen, ich schneide das hier mal auch eben noch auf. Ich hoffe, es geht so mit der Beleuchtung. So. Und da hätten wir jetzt hier eine Box oder eine Tasche. Wo so eine Kiste drin ist. Und die Kiste, die kann was ziemlich Cooles. Das werden wir uns gleich anschauen. Wenn ich die aufkrieg. So. Da kann man es lesen. Das ist ein Transistortester. Damit können wir Transistoren testen auf verschiedene Parameter. Ich würde sagen, ich schraube es mal eben auf und hole mal Batterien. So, also, da hätten wir das Ganze. Ich habe jetzt leider keinen Akkuschrauber, da muss ich das so per Hand aufschrauben. So. Eine Schraube und die zweite und dann müssen wir da Batterien reintun. Ich habe jetzt hier schon mal Batterien rausgesucht. Ich hoffe, dass die passen. Hier ist noch so die Kugeln, die man nicht essen sollte, um das trocken zu halten, und ich hoffe, die Batterien reichen hier. Ich tue die jetzt hier rein, aber die passen nicht. Ah doch, die passen, okay. So, und die erste kommt hier. Zweite, also man braucht 6 Batterien. Und hier sind noch 2, die aber nirgendwo verbunden sind, wenn ihr es sehen könnt. Hier ist kein Kontakt und hier ist kein Kontakt und hier ist noch irgendwas, aber da ist auch kein Kontakt. Anscheinend nur 4 Batterien. Wofür die anderen 2 sind, weiß ich nicht. Ich tue sie mal trotzdem da rein. Da wird sich irgendjemand ja wohl was bei gedacht haben, als er das Ding gebaut. Die gehen echt schwer da rein. Ich weiß nicht, ob ich die da rein tun sollte. Ich tue sie mal da rein. So, eine hier und eine. Es macht aber keinen Sinn, da die immer rumklappern werden. Dann gehen die wieder raus. So, also 4 Batterien und 2 leere Batterienlöcher ohne Kontakte. Schraube ich das Ganze mal zu. So. Und so. So. Jetzt würde ich sagen, nehmen wir es mal in Betrieb. Oder gucken wir uns erstmal an, was es kann. Wir sehen jetzt hier einen Testknopf. Wir sehen jetzt hier, das kann man leider schlecht sehen, die hellblaue Beschriftung auf dem blauen. Das ist echt nicht so toll gemacht. Also wir können hier VBR, Voltage Breakdown sehen, also die Durchbruchspannung, 1000 Volt, 200 Volt. Dann können wir hier VCE Saturation, also die Sättigungsspannung mit messen, bei 2 Ampere Kollektorstrom, 800 mA, 100 mA, 10 mA. Hier können wir die Verstärkung messen. 10 mA I-Basis, 1 mA I-Basis, 10 Mikroampere I-Basis. Und hier können wir noch, was ist denn das? ICEO.
also das ist hier unten ist I-Kollektor, Emitter Open, 2000 Mikroampere und hier können wir noch 78 XX Spannungsregler mitmessen und das Ganze hier auch für PNP-Transistoren, da können wir einfach hier gucken, ist besser lesbar. Also die Durchbruchspannung geht bis hier, wir können 1000 Volt und 200 Volt messen. Die Sättigungsspannung hier können wir von 10 mA Kollektorstrom bis 2 Ampere Kollektorstrom messen. Dann die Verstärkung können wir mit verschiedenen Basisströmen messen, bis 10 mA Basisstrom. Wir hätten hier noch ICEO, also Strom Kollektor Emitter Open. Das sind 2 mA müssen das sein, 2000 Mikroampere und 7900 Spannungsregler. Hier hätten wir die Anschlüsse für kleine 3-Transistoren und Spannungsregler. Hier Basiskollektor-Emitter, Basiskollektor. Hier hätten wir für TO3-Gehäuse was. Hier hätten wir für Kondensatoren. Ich würde sagen, ich hole mal eben 2 Transistoren oder ich hole mal verschiedene, dass wir die mal testen können. So, also ich habe mal eben hier das Diagramm aufgerufen auf der Webseite von dem Hersteller. Wir sehen hier, wie wir die verschiedenen Werte messen können, also Breakdown, Voltage, Emitter, Basis, Kollektor, Emitter. Dann können wir hier noch Dioden mitmessen, LEDs, Dreiecks, MOSFETs können wir auch messen, Kondensatoren. Hier können wir dann jetzt noch die Sättigungsspannung messen, die Verstärkung, Reverse, Leakage Current. Ja, und das war es auch schon. Also man kann ziemlich viel mit messen. Und ich hätte jetzt hier verschiedene Transistoren. Ich habe jetzt hier gefälschte 2N3055 aus China. Ja, die hier sind echt gefälscht. 2N3055. Das hier sind die ganz schlechten Fälschungen. Also, das sind diese hier. Die sind aus Dosenblech, also die sind echt nicht so toll. Und ich würde sagen, wir tun den jetzt mal rein. Wir wissen ja, wenn wir uns den angucken, ist das die Basis, das ist der Emitter. Und wenn das die Basis ist, dann kommt der hier so da rein und wird hier auf diesen Nupsi noch drauf gedrückt. Das ist der Kollektor-Nupsi. Und jetzt gehen wir hier mal auf eine Spannung von 200 Volt, eine Breakdown-Spannung, und testen. Und der hält 120 Volt aus. Ich drücke mal die Hold-Taste. So, 127 Volt, da bricht er durch. Okay, das ist nicht schlecht. Mehr als sie eigentlich sollten. Ich würde sagen, wir messen jetzt mal die Sättigungsspannung bei 10 mA Kollektorstrom. Welchen Knopf muss man dann hier drücken? Okay, hier hätten wir 100 mA Kollektorstrom, das passt schon so. So hätten wir hier 0,6 Volt, 800 mA Kollektorstrom, 0,22 Volt. Das ist die absolute Sättigungsspannung. 2 Ampere Kollektorstrom, 0,8 Volt. Dann würde ich sagen, messen wir die Verstärkung mit 10 mA Basisstrom. Hätten wir eine Verstärkung von 87. Jetzt gehen wir hier auf das nächste. Das sind 1 mA Basisstrom. Hätten wir eine Verstärkung von 155. 10 Mikroampere Basisstrom. Hätten wir eine Verstärkung von 75. Jetzt können wir noch die Reverse Leakage Current messen. Das wäre 0. Und das war es auch schon. Dann hätten wir den jetzt hier einmal komplett getestet. Jetzt hole ich den mal hier von diesem Testsockel runter. Der sitzt hier echt ein bisschen fest drin. Der sitzt echt fest. Das ist echt schwierig, die abzukriegen. Vielleicht müsste ich das mit dem Schraubenzieher abhebeln. Ich glaube schon. So wird das nichts. Dann nehme ich hier einen Schraubenzieher, den Aufsatz oder den Schlitz-Schraubenzieheraufsatz und
versuche das so, geht einfach einmal abhebeln. Okay, ich würde sagen, wir testen jetzt hier so einen kleinen PNP-Transistor, wenn ich hier einen finde hier. Ah, jetzt ist Licht hier umgefallen, so. Hier hätte ich BD140. Dann testen wir davon mal einen. Das ist ein PNP-Transistor. Und der kommt jetzt hier, also die Anschlüsse von dem Transistor, ich gehe von rechts nach links durch. Rechts ist Basis, Mitte, Kollektor, links ist Emitter. Dann gucken wir hier, wo wir die passenden Anschlüsse hätten. Basis, Kollektor, Emitter. Hier. So, das ist ein PNP-Transistor. Das heißt, wir gehen hier erstmal auf, oder tun erstmal auf 200 Volt und gucken dann, wo er durchbricht, bei welcher Spannung. Oh, bei einer sehr, sehr hohen Spannung. Ja, gehen wir auf 1000 Volt. Okay, anscheinend hatte der gerade schlechten Kontakt. So, der bricht bei 43 Volt durch. Sollte der nicht, der sollte eine höhere Spannung aushalten, definitiv. Also irgendwas ist mit denen hier nicht in Ordnung. BD140. Ja, das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Die sollten, glaube ich, 80 Volt aushalten. Der hält hier gerade mal die Hälfte aus. Müsste ich mir auf der Tüte dann mal notieren. Jetzt gehen wir auf 800 mA Kollektorstrom und stecken den Transistor da jetzt nochmal rein. Drücken hier Hold loslassen. So. Und wenn ich den rein tue, hätten wir 0,5 Volt bei, das ist die Sättigungsspannung bei 800 mA Kollektorstrom. Würde ich sagen, gehen wir auf die Verstärkung bei 10 mA Basisstrom. Hätten wir eine Verstärkung von 87 1 mA Basisstrom. Eine Verstärkung von 277, 10 Mikroampere Basisstrom, eine Verstärkung von 327. Der Reverse Leakage Current ist hier auch nicht messbar, aber die halten nur 40 Volt aus. Ja. Und die Verstärkung nimmt echt drastisch ab mit je mehr Kollektorstrom fließt. Ja, ich würde sagen, wir testen jetzt nochmal einen anderen. Da habe ich hier eine Tüte voll mit 2N3773. Ja. Ich würde sagen, wir nehmen mal einen davon. Testen den. So, erstmal suche ich das Datenblatt zu denen raus, da ich das nämlich bei denen nicht aus dem Kopf kenne. Genau, also wir können uns die ja mal angucken. Das sind 2N3773G, BM1694 aus Mexiko. N3773, Motorola, wir sehen, nee, One Semiconductor, sorry, die sind von One, ja, früher, One gehörte, früher war es Motorola, dann war es Fairchild, oder wie die Firma hieß, und dann war es One, ja. Ja, ich gucke gerade, dass ich das Datenblatt hier einmal geöffnet kriege. Und dann gucken wir einmal, wo die Anschlüsse sind. Ich glaube, das ist bei dem hier andersrum. Das ist der Emitter, das ist die Basis. Ja, das werden wir gleich sehen. Ich habe jetzt hier das Datenblatt von One Semiconductors. Da könnt ihr es sehen. Von One das Datenblatt. Und wir sehen jetzt hier den Transistor aus Mexiko. Das erste ist Assembly Location. Also BM wahrscheinlich. Danach kommt Ja, also das Jahr ist 2016 und Workweek wäre 94, 94. gibt's nicht. Okay, der hält 140 Volt sollte der aushalten. Und die Pin-Belegung finden wir wahrscheinlich unten. Hier finden wir die Pin-Belegung. Wenn wir uns den Transistor jetzt so angucken, wie er hier auf dem Bild ist, ist Pin 1 die Basis. Also hätten wir das die Basis und Pin 2 ist der Emitter. Also genauso Basis, Emitter, Kollektor. Dann tun wir den jetzt hier rein. Na, der geht hier auch ein bisschen schwer rein. So, ich gucke, dass er hier nur auf dem Nupsi leicht drauf sitzt. Das ist ein NPN-Transistor.
Dann hebe ich ihn nochmal kurz an. So, jetzt bin ich hier bei 200 Volt, also 140 Volt sollte der aushalten. Gehen hier auf Test. Und wir sind hier bei über 200 Volt, gehen wir auf 1000 Volt. Und der hält fast 500 Volt aus, bevor der durchbricht. 500 Volt hält er aus, bevor dieser Transistor durchbricht. Das ist viel, viel mehr, als was im Datenblatt steht. Wir sehen hier, und das ist basisoffen. Wenn wir die Basis noch mit dem Emitter verbinden, dann hält der nochmal viel, viel mehr aus. Wir hätten hier eine Spannung, da können wir es sehen. Collector-Emitter-Voltage, Collector-Emitter-Open, also offene Basis, 140 Volt und der hält fast 500 Volt aus. Das heißt, das ist ziemlich gut. Vergleichen wir mal die Werte aus dem Datenblatt. Wir gehen jetzt mal hier auf die Tabelle mit den Verstärkungen. Off Characteristics, On DC Current Gain. DC Current Gain, hier hätten wir nur 8 Ampere. Wir können aber die Sättigungsspannung uns mal, oder was hätten wir hier? Haben wir hier nicht ein Diagramm? Da hätten wir sogar ein Diagramm. Collector Current in Amps. Wir gehen mal auf 2 Ampere Kollektorstrom. Da sollten wir irgendwo bei 100 sein. Gehen wir mal auf 2 Ampere Kollektorstrom und da hätten wir eine Sättigungsspannung von 1 Volt. Gucken wir, wo wir hier sind. DC Current Gain, Base Current, Voltage, Collector Current. So, da hätten wir die Sättigungsspannung. 2 Ampere Kollektorstrom sollten 0,2 Volt sein. Okay, das ist dann das Vierfache. Oder ein bisschen mehr als das Vierfache, was wir gemessen haben. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier auf 800 mA Kollektorstrom. Hätten wir 0,4 Volt. Könnt ihr das sehen? 0,4 Volt. Jetzt hätten wir hier 100 mA, sind 130 Millivolt. 10 mA Basisstrom sind... Also 10 mA Kollektorstrom sind, also 10 mV hätten wir dann, Sättigungsspannung. So, 10 mA Basisstrom hätte eine Verstärkung von 35, 1 mA Basisstrom eine Verstärkung von 37, 10 Mikroampere eine Verstärkung von 25. Also der ist in einem Verstärkungsbereich von 35 oder irgendwo bei 30. Wir sollten jetzt hier aber mal gucken im Datenblatt. Base Current, wo hätten wir es denn hier? Collector Current Gain, so. Kollektorstrom, wir wären bei einer Verstärkung von 37 und 10 mA oder 1 mA Basisstrom wären wir bei 37 mA oder 300 mA in der 10er Stellung wären wir bei 300 mA. Und bei 300 mA sollten wir bei etwa 100 sein. Und da ist 30 doch schon eine große Abweichung. Das hier ist wahrscheinlich kein echter Transistor. Aber der hält eine sehr, sehr hohe Spannung aus. Sogar mehr, wie versprochen im Datenblatt. Und der hat einen sehr großen Chip drin. Ich habe einmal davon aufgemacht. Der Chip hier drin ist echt riesig. Die sind noch brauchbar. Die halten auch eine hohe Spannung aus. Höher, als es eigentlich sein müsste. Viel höher. Die halten... anstatt von 140 Volt im basisoffenen, also wenn die Basis offen ist, wenn wir die Basis mit dem Emitter kurz schließen, dann hält er noch viel mehr aus. Ich rechne gerade mal aus. So, der hält das 3,5-fache aus von der Spannung, die er aushalten müsste. Ziemlich gut. Ich würde sagen, wir testen mal den nächsten Transistor. Ich gucke mal gerade, was ich hier noch da habe, was wir testen könnten. Ich würde sagen, wir nehmen mal einen kleinen Transistor. S9014. Hier hätten wir sie. S9014. Testen wir die mal. So, das ist wahrscheinlich ein bisschen schwer, die da reinzukriegen, dass sie stehen bleiben. Aber es sollte gehen. So, hier ist die Pinbelegung. Ich glaube, Emitter, Basis, Kollektor. Also hier der Emitter, Basis, Kollektor. Hier müsste der rein, das ist ein NPN-Transistor, gehen wir auf den Messbereich hier und tun den jetzt hier irgendwie reintun, sodass er vielleicht stehen bleibt, so, könnte sein.
Jetzt drücken wir mal hier bei 200 Volt auf Test. Der hält 90 Volt aus. 90 Volt hält er aus, bevor er durchbricht. Und ich gucke mal, was er aushalten sollte. Ich glaube auch irgendwas in dem Bereich. Ja, wir gucken uns einmal das Datenblatt dazu einfach an. Ja, hier hätten wir es jetzt. Das ist der S9014 und der sollte eine Spannung aushalten. Kollektor, Emitter, Breakdown, 45 Volt und 45 Volt hält er auch aus. Der hält sogar das Doppelte fast aus. Ja, also schlecht ist er nicht. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier weiter auf die Sättigungsspannung bei 100 mA Kollektorstrom. Das ist das Maximale, was der hier kann. Hätten wir eine Sättigungsspannung von 170 Millivolt, also sehr, sehr gut. 10 mA Kollektorstrom, was schaffen wir denn jetzt hier? 50 Millivolt bei... Achso, hier können wir den Basisstrom, die Verstärkung messen. Bei 1 mA Basisstrom, dann eine Verstärkung von 112, also es fließen 112 mA Kollektorstrom. 10 Mikroampere hat der eine Verstärkung von 170 und 10 mA Basisstrom wäre zu viel. Wir können ja mal den Reverse Leakage Current messen, 0. Okay, das heißt, die sind auch brauchbar, diese Transistoren. Klar, die DC-Parameter kann man damit messen, nicht die AC-Parameter. Ja, ich würde sagen, wir nehmen mal hier den nächsten Transistor. Ich gucke gerade, was ich hier noch drin habe in meiner Kramskiste. Ja, wir hätten hier... Ich suche mal irgendwas Interessantes vielleicht. Was hätten wir denn hier? Das könnten... Ne, das tun wir nicht da rein. Was hätten wir hier noch? Das sind JPEGs. Hier hätte ich noch 3255. Da. 3255 von ISC. So, ISC. Ich würde sagen, die tun wir da auch einmal messen. Gehen wir auf 200 Volt. Und auf Testen. Und er hält 155 Volt aus. Das ist gut. Gehen wir auf 800 mA Kollektorstrom. Oder 2 Ampere. So, 2 Ampere Kollektorstrom sind 0,5 Volt. Spannungsabfall, Sättigungsspannung 800 mA 0,3. 100 mA sind 0,7, 10 mA Basisstrom, eine Verstärkung, 10 mA Kollektorstrom, so, 10 mA Basisstrom, eine Verstärkung von 63, 1 mA Basisstrom 69, 10 Mikroampere Basisstrom 47, Reverse Leakage Current 0. Ja, ich würde sagen, der ist auch brauchbar, der hält das aus, was er soll, an der Spannung. Und jetzt würde ich sagen, teste ich mal einen von denen von EAST. Das sind die komplett aus Kupfer hier. Ja. So, tun wir da einen mal rein. Gehen wir auf 200 Volt. Stecken den da rein. Und drücken mal auf Test. Der hält auch 150 Volt aus. Gehen wir auf 2 Ampere Kollektorstrom, 0,4 Volt. 800 mA Kollektorstrom, 200 mV, 100 mA Kollektorstrom, 40 mV, 10 mA Kollektorstrom, 30 mV, 10 mA Basisstrom, eine Verstärkung von 100, 1 mA Basisstrom, eine Verstärkung von 130, 10 Mikroampere, eine Verstärkung von, ja, sagen wir 100, über das Leakage Current 0. Also, der hat eine Verstärkung von 100, oder im Groben etwa 100 immer, ein bisschen über 100. Das ist eine viel höhere Verstärkung, fast das Doppelte, was die hier von ISC haben. ISC 3255. Aber die sind auch nicht schlecht, die halten 140 oder 150 Volt aus, genau wie die hier. Die hier sind komplett aus Kupfer, die hier sind auch so aus so einem Dosenblech. Hier dünnes Dosenblech, kann die ja mal hier vergleichen. So, ich tue mal einen nebeneinander und wir sehen hier, wir hatten unten einen Kupfer-Heat-Spreader, der doppelt so dick ist wie diese Dosenblechplatte hier unten. Und der Deckel hier ist auch aus Kupfer. Und hier ist er aus dem gleichen Dosenblech. Das ist hier Kupferverzinnt.
Und die Füßchen, ja, die Füßchen sind hier auch gleich. Hier glaube auch Kupfer und hier auch. Ja, also es ist ein sehr, sehr tolles Messgerät. Es ist sehr nützlich, vor allem wenn man Transistoren testen möchte. Gucken, ob die brauchbar sind, die man hat. Und ja, also ich tue euch unten einen Link zu dem Teil in der Beschreibung, wenn ihr es auch haben wollt. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen oder so dazu habt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich versuche darauf zu antworten. Über ein Abo und ein Like würde ich mich freuen. Und man sieht sich dann im nächsten Video.